Dieses Emblem hier, das Babyblaue, das kennt ihr mit Sicherheit. Das ist ein seltenes Emblem. Und auch das Lilane hier, das werdet ihr ganz sicher kennen. Das ist ein legendäres Emblem. Aber das hier in Orange und einem komplett neuen Style habt ihr vermutlich noch nicht gesehen. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir nach dem Intro. Wir sind weiterhin auf der Suche nach aktiv spielenden Mädels und Jungs für unseren Clan Memento Mori auf Hemlia. Also, wenn ihr einen wirklich, wirklich coolen Clan sucht, der jetzt schon seit Ewigkeiten in den Top 3 mitspielt, dann meldet euch gerne bei mir, entweder im Spiel oder über unseren Discord. Links findet ihr unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Ich habe versucht herauszufinden, wo dieses Bild dieses orangenen Emblems denn ursprünglich herkommt. Zunächst gesehen habe ich es in JTs Video und auch er hat einen Reddit-Beitrag dazu erstellt und in dem Video sagt er, dass er das im Quellcode gefunden hätte, was ich ihm irgendwie nicht so ganz abgenommen habe. Aber ich habe auch keine andere Quelle gefunden. Vielleicht ist er wirklich Data Miner und hat jemanden irgendwie engagiert. Auf jeden Fall, er hatte es zunächst gezeigt. Ich habe euch sein Video natürlich unten verlinkt. Und er hatte auch schon direkt eine recht logische Vermutung, die mich schlussendlich auch so ein bisschen dazu brachte, ob er vielleicht einfach Insider-Infos hat, aber hat er nicht. Er vermutete, dass schon bald neue legendäre Edelsteine im Spiel landen werden. Und dass das passieren wird, das ist nur eine Frage der Zeit. Es ist eine Möglichkeit, weiter Geld zu verdienen. Und natürlich nimmt Blizzard das dankend an. Und er sagte, wenn sich dieser Pool an möglichen legendären Edelsteinen, die da droppen können, noch vergrößert, ist es natürlich super schwierig, die neuen zu bekommen. Und deswegen würde ein neues Emblem eingeführt werden, mit dem man dann nur noch aus diesem Pool der neuen Edelsteine eben welche bekommen kann. Und es klang wirklich logisch, habe ich gedacht. Könnte gut sein und vielleicht hat er ja hier oder da auch was mitbekommen, aber es gibt jetzt eine offizielle Info, dass das nicht der Fall ist und es ist viel simpler, als man vielleicht denken sollte, weil ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, was das denn für einen Hintergrund haben könnte. Und dafür zunächst die kleine Erklärung zu den legendären Wappen, die wir ja im Spiel haben, also die lilanen. Es gibt da ja eine Unterscheidung, was von Anfang an nicht so ganz kommuniziert wurde und dann auch ja nochmal für einen großen Aufschrei gesorgt hat. Es gibt einmal legendäre Wappen. Das sind die, die man zum Beispiel im Shop kaufen kann, in so Angebotspaketen. Und diese sind gebunden. Das heißt, wenn wir die benutzen im Rift und da droppt ein Edelstein, dann ist der gebunden und wir können den nicht auf dem Markt verkaufen. Und dann gibt es ewige legendäre Wappen. Die kauft man für 160 ewige Kugeln oder 1600 Platin, wenn man dieses kleine Ticket hat. Und die sind ungebunden. Das heißt, legendäre Edelsteine, die da von im Rift droppen, die können auf dem Markt verkauft werden und sind damit natürlich auch die interessanten und die wertvollen. Und ich fand es schon immer schwierig, weil man die nicht unterscheiden kann. Und da liegt der Hintergrund. Wyatt Cheng, der Game Director von Diablo Immortal, hatte da schnell reagiert und im Reddit geantwortet: Hallo zusammen, wir arbeiten gerade an einer neuen Grafik, die helfen soll, dass legendäre Wappen, also die gebundenen, die werden zukünftig durch dieses orangene, durch diese orangene Grafik ersetzt. Und die sollen von den ewigen legendären Wappen, die lila bleiben, zu unterscheiden sein. Wir möchten sicherstellen, dass Spieler genau wissen, was sie bekommen, wenn sie einen Kauf tätigen, Embleme im Inventar sehen oder sie am Eingang des ältesten Portals benutzen wollen. Und das fand ich echt schwierig. Zum einen, man kauft da was im Shop und weiß nicht, dass man die Sachen nicht weiterverkaufen kann. Und auch wenn man im ältesten Portal die legendären Wappen ausgewählt hat, wusste man nie, welche werden denn jetzt genommen und welche hat man eigentlich. Also sehr undurchsichtig. Spieler sollten in der Lage sein, die beiden nicht nur anhand der Farbe, sondern auch anhand der Form für Farbenblinde schnell zu unterscheiden. Wir haben Anfang des Monats einige Usability-Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Symbole während des normalen Spiels, zum Beispiel auf kleineren Bildschirmen oder für neue Spieler gut zu verstehen sind. Außerdem fügen wir das Marktsymbol, und das seht ihr ja an den Edelsteinen, die ihr habt, woran man erkennen kann, ob man sie denn verkaufen kann oder nicht.
Das kommt in die Gegenstandsbeschreibung der ewigen legendären Wappen, um den Unterschied zu verdeutlichen. Als Teil des Updates werden wir auch die Benutzeroberfläche des ältesten Portals ändern, dass ihr wählen könnt, welche ihr benutzen wollt, wenn ihr beide besitzt, und auch einfach sehen könnt, wie viele von beiden ihr besitzt. Das heißt, oben kommt vermutlich noch eine dritte Grafik neben den seltenen und den legendären, und dann weiß man genau, welche nutzt man, die ewigen oder die normalen, und das ist ja total sinnvoll, und ich verstehe nicht, warum das nicht schon von Anfang an im Spiel war. Aber die Grafik, die jetzt seit ein paar Tagen im Internet kursiert, war dann doch nicht so groß oder hatte nicht so einen großen Hintergrund, wie viele vermutlich auch gehofft hatten. Daher hier meine kurze und knappe Erklärung. Und bevor ich das Video schließe, möchte ich einen Dank an euch richten, denn das hier, habe ich eben gesehen, ist mein 100. Video zu Diablo Immortal. 100 Videos, die Zeit vergeht dann immer so schnell und auf einmal steht da so eine Riesensumme im Raum, wollte ich sagen, auf meiner Festplatte. Und ja, ein Dankeschön, dass ihr immer noch dabei seid. Die Zahlen sind natürlich rapide gesunken. Ich hoffe trotzdem, dass sich das alles noch eine Zeit lang hält und ich weiter Videos dazu machen kann, weil es mir halt Riesenspaß macht. Mir macht das Spiel weiterhin Spaß, die Community, eure Kommentare zu lesen, die ja inzwischen von sehr schwierig zu lesen, die Leute sind ja inzwischen weg, zu wirklich netten Konversationen gewechselt sind. Also an der Stelle ein großes Dankeschön an euch. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann klickt doch gerne einmal den Abonnieren-Button. Und wenn ihr mich hier, meine Arbeit und unseren Kanal unterstützen möchtet, dann lege ich euch die Kanalmitgliedschaft, alternativ meine Patreon-Seite, ans Herz. Und zum Abschluss, da sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö. Und gerne bis zum nächsten Mal.